Hallo, ich bin Nico und ich möchte jetzt einen Teil von einer Let's Code-Serie machen. Also was, keine Ahnung, wie Let's Plays aussehen, aber halt mit Programmieren. Genau, heute habe ich mir vorgenommen, ein Jump'n'Run-Game in Scratch zu machen. Und da haben wir auch schon die Scratch-Katze. Scratch ist so eine blockbasierte Programmiersprache. Hier drüben haben wir alle Objekte, die sich im Spiel auf dieser weißen Leinwand befinden. Hier unten drunter kann man sie anklicken und auswählen. Hier haben wir das, was die Objekte können, in verschiedenen Kategorien. Ich stelle es mal auf Deutsch. Und hier drüben ist das, was das Objekt tun soll. Die Katze zum Beispiel. Können wir zum Beispiel ein Ereignis machen, wenn in die Leertaste gedrückt ist. Mal, wenn Pfeil nach rechts gedrückt ist, dann für den Bewegen geht es hier einen Schritt. So. Das sieht man, das ist ein bisschen. Die ruckelt einmal und dann läuft sie. Das finde ich nicht so gut. Na, deswegen mache ich mal. Das habe ich jetzt schon öfter gemacht. Wenn die Fahne angeklickt ist, also das Spiel gestartet wird, dann gehen wir in so eine Endlosschleife, in der wir Dinge tun. Nämlich fühlen, ob ein Taste angeklickt ist. Und wir wiederholen. Ach Mensch, da können wir einfach ein If machen. Wenn die Pfeil nach rechts gedrückt ist, dann Bewegung jetzt Richtung auf 90 Grad, also noch dort. 10er Schritt. Machen wir es mal erstmal. Das ist ein Schritt. So, jetzt mal Spiel starten. Ja, sieht schon besser aus. Gut, dann sollten wir noch dann fühlen. Achso, man kann das hier duplizieren. Zack. Wenn Pfeil nach links gedrückt ist. Ja, muss ich neu starten. Ja, dann geht auch ein 10er Schritt, aber da können wir auch minus 10 geben. Das ist natürlich nicht so schön, wenn die so rumläuft. Also können wir sagen, Drehrichtung auf minus 20. Okay, ist nicht so gut. Läuft in die falsche Richtung und ist falsch rum. Machen wir mal Drehrichtung. Das gibt es bei Bewegung. Setze Drehtyp auf links, rechts. Juhu. Okay, jetzt müssen wir das Ganze nochmal. Dreh dich, setz Richtung auf 90 Grad, so. Gut, und jetzt haben wir schon das links und rechts laufen von der Katze. Können wir natürlich vielleicht nochmal ein bisschen. Oh, das ist ein Kostüm. Ne, wir können ein neues Kostüm malen. Meine gefährliche Katze. Wie sieht die gefährliche Katze aus? Das ist ja gar nicht die richtige. Gibt es ja auch Kostüme. Das ist doof. Malen. Bearbeiten geht das. Ja, nee, ich will kein neues Spiel hier bearbeiten. Ah, hier gibt es neue Deko bestimmt. Nicht entfernen? Nee. Ach, ist egal, nehme ich einfach die Katze. So. Gut. Skripte. Welchen Ton? Der ist doch aus.
So, da mache ich ihn weg. Es geht doch gar nicht mehr. Katze läuft. So, jetzt müssen wir die Katze ja natürlich auch springen lassen. Dazu male ich jetzt mal einen Untergrund. Oh, die Bühne hat auch irgendwas aussehen. Klang, Ereignisse, Bühnenbilder, eine Viertellinie. Die ist ja total fett. Oh nö. Hat geklappt. Jetzt haben wir einen schwarzen Untergrund. Niet, 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 niet. So, wieder in das Vieh rein. Kann es irgendwie benennen. Kann man nicht umbenennen. Schade. Genau. Das soll jetzt irgendwie runterfallen. Also, kann man natürlich erstmal sagen, wiederhole fortlaufen, falls dann, falls, dafür können wir das Vieh nochmal anmalen, Kostüme, dann geben wir jetzt mal Schuhe, Schuhe ist super wichtig, geben wir mal rote Schuhe, das ist ja eine Linie, Steuerung Z, malen, komm schon, kein Fadenkreuz, zurück. Die soll natürlich in der Mitte sitzen. Achso, da ist der Stift. So, der gebe ich jetzt rote Schuhe. So, richtig schöne rote Schuhe. Oh, ist das doof. Okay, die bekommen keine roten Schuhe, die bekommt rote Fußnägel. Genau. Ist auch gute rote Fußnägel. So. Wozu, das sehen wir gleich. Skripte. Ich mache, was die Katze runterfällt. Nämlich, wenn Temperaturen, wenn nicht die Farbe nie fühlen. Oh. Können wir etwa neue Objekte machen? Neue Figur? Ich zeichne einfach mal eine neue Figur. Und die ist schwarz. So. Sprite 2. Das ist ja doof. Ich will ja wirklich wird wenn Farbe rot Stück noch da. Rot. Berührt Farbe rot. Das Ding hier können wir löschen. Berührt Farbe schwarz. So, also falls ich nicht sozusagen auftrete, dann Bewegung ändere Y um
Minus 10. Zack. Sieht man schon, manchmal steckt die Katze da drin. Nicht so toll. Aber noch ist es kein Problem. So. Und man sieht, dass sie irgendwie nicht hübsch runterfällt und so langsam. Deswegen machen wir jetzt mal einen neuen Speicher. Eine neue Variable. Nur für diese Figur. Nämlich Fallgeschwindigkeit. Ja, und wenn wir starten, setzen wir die Fallgeschwindigkeit auf 0. Zack. Und ändern dann die Fallgeschwindigkeit immer um minus 1 meinetwegen. Das klingt ganz gut. Gucken, die ist ja schon erheblich hoch. Gut, können wir das mal wegmachen. Steuerung. Also, wenn wir aufschlagen, dann tun wir nichts, ansonsten fallen wir runter. Und zwar um die Fallgeschwindigkeit. Zack. Ja, ein bisschen schnell hier. Minus 0 Punkt. Ui. Bisschen langsam. 2, vielleicht ist es besser. Oh. Pupp. Genau. Achso, genau, und wenn wir aufgeschlagen sind, dann können wir die Fallgeschwindigkeit wieder auf 0 setzen. Fallen wir runter, zack, und dann ist es wieder gut. 0,4. Mal sehen, wie das ausschaut. Moin. Genau, wichtig ist jetzt aber, wenn die Taste gedrückt ist. Und ganz wichtig, ja, das kommt dann gleich, dann setzen wir, achso, Speicher, setze die Fallgeschwindigkeit auf 4. So. Okay, was passiert? Wir können die wahrscheinlich auf 10 setzen. Hui. Ah, da hätten wir ja praktisch schon Flappy Bird hier an der Stelle. Ah, das Ding schlägt auf. Danach kann ich die Fallgeschwindigkeit nicht mehr setzen. Deswegen muss ich jetzt noch... Ich könnte ja sagen... Nur wenn... So. Nochmal wieder ein Wenn, dann sonst. Wenn das, dann das, sonst das. So. Also, wenn wir aufgeschlagen sind und die Leertaste drücken, dann wird die Fallgeschwindigkeit auf 10 gesetzt. Sonst sind wir aufgeschlagen und die Fallgeschwindigkeit ist 0. Ist noch aufgeschlagen. Ah. Wir bewegen uns ja dann nicht. Ist ja doof. Dafür gibt es natürlich auch Variablen an sich, aber kann man das noch schöner machen? Aha, gut, machen wir eine neue Variable und die nennt sich Fallen. Nee.
Steuerung. Also, wenn wir aufschlagen, zack, und dann können wir doch eigentlich Y immer um Fallgeschwindigkeit ändern, weil die wird ja auf 0 gesetzt. Ah, prima. Und ich kann nicht einfach hüpfen, während ich in der Luft bin. Aber ich kann nach vorne und nach hinten hüpfen, während ich in der Luft bin. Können wir das Ganze mal ein bisschen schwieriger machen. Ich mich nur bewegen kann, wenn ich auch wirklich aufsitze. So. Ah, ist ja doof. Jetzt kann ich nur so laufen und dann hüpfe ich gerade hoch. Das will mir auch nicht. Ah, ich könnte jetzt noch eine Laufgeschwindigkeit machen. Laufgeschwindigkeit. Genau. Dann sage ich immer fühlen. Explosion. Also bei Bewegung ändere x um 10. Zack. Ändere x um 3x um Laufgeschwindigkeit. So, und dann können wir das Ganze mal ein bisschen schwieriger machen. Jetzt müssen wir noch die Richtung machen. Wenn Laufgeschwindigkeit, Operation, wenn die Laufgeschwindigkeit kleiner ist als 0. Hallo. Richtig. Dann muss ich Sitzrichtung auf minus 90 Grad, nee, Sitzrichtung auf 90 Grad, so. Also, gut, ich ändere x immer um die Laufgeschwindigkeit. Aber ich habe auch eins. So, und hier oben kann ich jetzt die Laufgeschwindigkeit erhöhen und erniedrigen. Kannst mir auch mal gern dein neues nennen, ja. Wir gehen dann einen anderen Channel, ja. Nach rechts. Andere Laufgeschwindigkeit um minus 1. Gucken, wo ist die Katze hin? Da unten. Ja. Gut. Dann machen wir mal. Dann, sag mal. 0, 0, Point. Ja, ja, ich bin gerade auf meinem Mikro auf. Ui. Ui, ui, ui. Nett. Dass es in die falsche Richtung guckt. Hä, hab ich das? Warte mal, Siegel der Bosheit? Ist angeknallt, ist ja doof. Was noch? Was noch? Siegel der Bosheit, Knochen was? Fällt dann einfach runter. Ja. Hey. Ja. Ja. Vielleicht sollte man da irgendwas tun. Dann sag mal, welche Spezialisierung, welche Waffen? Okay. Dann? Nee. Ja, deswegen nimmst du dann Skill 3 vom Dolch, oder was? So. Ja. Wenn, wir laufen jetzt weiter, jetzt will ich machen, dass ich nicht mehr da aus dem Bild falle. Und das kann man machen mit der, mit dem Fühlen, ob man nämlich den Rand berührt. Wird Rand berührt. Tada. Ja, okay. Wenn der Rand berührt wird, dann duplizieren. Ändere x um Kraftfähigkeit. Diese Minus. Boah, das klingt richtig schlecht. Wow. Aber das macht doch auch das mit den Conditions, oder? Warte mal. Die negative Laufgeschwindigkeit. Also sobald ich den Rand berühre, also ich setze es mal.
Ich bewege mich erstmal, dann gucke ich, ob der Rand berührt wird. Und wenn der Rand berührt wird, dann mache ich das alles wieder rückgängig, was ich vorher gemacht habe. So. Ah, okay. Doing. So, jetzt wird der Rand berührt, man sieht's. Und ich kann die Laufgeschwindigkeit auf 0 setzen. Setze Laufgeschwindigkeit auf 0. Ja, das meine ich doch. Aber ich glaube, dieser Parrot macht den nicht klug. Doch. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das war. Welche meine ich? Ah, ich meine Rune of the Mad King gerade. Die ist auch lustig. Guck mal, jetzt stehen wir noch im Schwarzen drin. Ist das irgendwie schlimm? Ja. Nö. Noch nicht schlimm. Gucken, wenn ich sie von oben fallen lasse. Kann sie immer noch springen. Gut. Klasse. Gut, da haben wir jetzt hier die Bewegung. Und jetzt können wir irgendwelche Sachen einbauen, wo man drauf rumhüpfen muss. Neues Objekt. Malen. Ich male aber nicht so schöne Sachen. Flupp. Füllen. Okay. Also das funktioniert nur mit dem Füllen, wenn die Katze nicht so schnell fällt, dass sie innerhalb von einem Fallschritt mit den roten Punkten durch das Ding durchklatscht. Was ist die dritte? Du in die Mitte. Gut. Ah ja. Und das Ding. Was ist das jetzt? Sag mal, ob es weit. Also ich habe nicht ganz Bosheit. Okay. Gucken wir mal, ob er drauf hüpfen könnte. Ja, das mit den Siegeln ist klar. Also, es ist so im Sinne von ganz normal. Hey. Okay, ja, Death Rose ist stärker. Da gab es ja noch mehr Kostüme. Und zwar in dem Vieh. Öffne ich mal noch das Falsche. Aus der Galerie. Also man kann mal auch einen Typen laufen lassen, okay, das wäre lustig. Ich würde mehr so ein bisschen tankier machen. Na, aber man kann mit Blutmagie schon auch eine Menge. Der hat keine Punkte. Weil du halt der braucht jetzt wieder sein Lieblingsrot. Also, wenn es dir um die. So. Nee, da ein Punkt hin, da ein Punkt hin, da ein Punkt hin. Achso, du meinst. Da ein Punkt hin. Aber der Kondischaden geht doch auf Punkt hin, da ein Punkt hin. In dem Fall. Das heißt, deine eigentlichen Lebenspunkte gehen hoch. Punkt. So. Ja. Cool, es geht. Wenn es jetzt so aussieht, als würde er laufen. Ja. Können wir eigentlich mal Ereignisse, die Fahne angeklickt wird. Praktisch, wenn die Fahne angeklickt wird, dann machen wir das Ganze hübsch aussehen. Machen wir einfach wiederhole fortlaufend. Wir wollen ja eigentlich, dass es immer läuft, wenn es läuft. Aussehen. Wechsel, andere Farbe, setze statt Grafikeffekte aus. Kommen wir nach vorn. Ach, das ist eigentlich auch ganz nett. Damit man nicht irgendwo dahinter geht. Verstecke dich, denke. Ah, nächstes Kostüm. nett. Dann machen wir da mal ein Wenn-Dann. Wir wollen das nächste Kostüm nämlich nur verändern, wenn wir uns auch ein bisschen bewegt haben. Und dafür haben wir ja die Maus-Exposition. Operation. Ja. Modulo.
in das Modulo. Nächstes Kostüm ist ja noch verlangen, hier zwei für Renewal. Wenn also dann. Das ist bei Bosheit das erste meiner. Ah, Modulo. Kann man auch drum gehen. Hä? Wo ist mein Modulo hin? Achso, ich hab's gerade gelöscht. Modulo ist da Operation für den Rest des Teilens. Muss man das so reinstecken? Ich habe mir so eine Art Terrormancer gemacht. Kann man es nicht reinstecken? Wieso weißt du das? Kann ich ja Plus reinstecken? Plus kann ich reinstecken? Mach das mal. Wow, cool, jetzt geht das. Kann ja mal gucken, was ich damit mache. Ich könnte sagen, zum Beispiel, ich will nicht alle 6 Pixel irgendwie will ich einen vollen Schritt gemacht haben. Jetzt kann ich das Modulo da wieder nicht reinstecken. Oh, es geht auch nicht. Kann ich es in den Plus reinstecken? Ich kann Modulo nirgendwo reinstecken. Hä? Kann ich das runden? Kann ich das Modulo ins Runden reinstecken? Das ist ja ein doofer Fehler. Da ist Betrag, abrunden, aufrunden, Wurzel. Naja. Gut ist, man kann sich ein Modulo selber bauen. Löschen. Das ist doof. Ist gar nicht okay. Das ist nämlich der Rest des Teilers. Also, was machen wir? Wir holen uns die X-Position. Wir teilen die X-Position. Das können wir nicht teilen, oder was? Wo waren die jetzt drin? War die im Plus drin? War die im Gerunde drin? Achso, ist die Maus-X-Position, die will ich ja gar nicht. Die eigentlich die eigene X-Position von. Kann die nicht irgendwie? Ich kann die X-Position nicht addieren. Was ist denn das? Das ist doch eine Zahl. Kann ich die Variablen auf die X-Position setzen? Ja, das geht. Ich würde ja Variablen kann ich addieren. Sehr gut. Eine neue Variable. X-Position. Ja. Setze vorlaufend X-Position auf X-Position. Oh, 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 doch, es geht. Löschen. Okay, ist Modulo. Explosion. Oh, das geht. Man kann jetzt durch was teilen. Ist ja super. Ja, einfach mal 5. Oh, neue Variable nennt sich Schritt weiter. Und die Schritt weiter setzen wir auf. Weg. Obwohl, können wir später mal gucken, wie es ausschaut. So. Explosion durch, Schritt weiter. So. Und davon ziehen wir ab. Oh oh. Oh oh oh.
nehmen auf, was man uns reinsteckt. Davon ziehen wir ab. Explosion plus Schrittweite gekundet. Wie, oder steckt man es immer beim Anfang ein? Gut. Aha, vorne ist das immer. Das heißt, wenn ich lange Sachen habe, dann muss ich vorne hingreifen. Wenn das kleiner ist als 0.5, fragt man sich natürlich, wo das hinrundet, ne? Ob das jetzt auf Plus oder Minus rundet. Das werden wir gleich mitkriegen. Dann Wechsel zu Bühnenbild, nein, Wechsel zu Kostüm Cat 1, ansonsten Wechsel zu Kostüm Cat 2. Nee, kannst du jetzt rumziehen. Verändert sich nichts. Wie rundet denn das? Muss ich jetzt 0 schreiben? Ich kann ja einfach mal Exposition auf dieses ganze Zeug hier setzen. So, und vorher setzen wir Exposition nochmal. Sprite 1, so. Exposition ist 0. Ich hab's doch abgezogen. Wenn das gerundet ist, Schrittweite. Achso, Schrittweite ist 0. Schrittweite muss 5 sein. Jetzt sind wir bei 0,2. Minus 0,4, okay, das wird negativ, gut. Wenn also X-Position kleiner als 0 ist, dann sitzt auch das. Er ist doch kleiner als 0. So, B. So. Zack. Aha. Hier habe ich was kaputt gemacht. Reinziehen. Och, doofe Katze. Doch noch ganz schön schnell. Ich will eigentlich jetzt, dass die alle 10 Pixel zum Beispiel das verändert. Was kann ich denn da machen? 10 Pixel, ich teile es durch 10 zum Beispiel. Dann sehen wir die Schrittweite auf 13 Sätze. Mhm. Ah, 20 Pixel. Hey. Es geht. Es geht. Sie läuft jetzt also unterschiedlich schnell. Lustig. Gut. Löschen. Und mal gucken. Bisschen. Hey.
Oh, ich habe den Rand berührt. Ist ja doof. Oben darf ich nicht rankommen. Na toll. Plätsch. Oh, und jetzt daraus. Katze kleiner. Machen die kleiner. Nee, ich will nicht duplizieren, ich will die kleiner machen. Das ist eine Rätselvertauschung, um Protein zu fügen. Ups. Ah, ist die Linienbreite, aber die will ich ja noch nicht. Hätte ich gedacht. Oh. Ja, voll lustig. Klasse. Sind unsere roten Punkte zu klein? Ah, fette rote Schuhe draus. Nochmal zurück, weil sonst die Katze nicht mehr in der Mitte. Fetter roter Schuh. Das ist hässlich. Fetter roter Schuh rückgängig machen. Roter Stift. Fetter roter Schuh. Fetter roter Schuh. So. Gut, kleine machen. Mini-Katze. Ich leg's mal auf die Pfeiltasten, das finde ich bequemer. Juhu! Ui. Ui. Also im Gegensatz zu den herkömmlichen Spielen kann die in der Luft nicht hüpfen. Was machen daraus jetzt? Wir können. Hätte ja irgendwie Lust, was Primzahlen zu machen. Man kann Blöcke von oben runterfallen lassen, die Zähne haben. Also zum Beispiel ihn hier. Ein bisschen kleiner. Der hat super hübsche rote Zacken dran.
Ja. Hier. Richtig spitze Zacken. Man wird ja so perfektionistisch. No. Die Katze kann da oben drauf springen, aber wenn es unten drunter berührt, ist schlecht. Dann machen wir jetzt mal die Sterbeerkennung. Natürlich kann die Katze jederzeit sterben. Wiederhole fortlaufend. Fühlen ist da schon ganz richtig. Wenn diese Farbe berührt wird, und zwar die da, dann sagt die Katze, das tat aber weh. Oh, das sind Sekunden. Für 3 Sekunden. Das schmerzt. Das schmerzt. Punkt. Gucken wir mal. Starten das Spiel und glücklicherweise knallt ihr da dran und das schmerzt. Das schmerzt. Ui, oh. Jetzt kriegt man mit, was passiert. Wenn die doofe Katze nicht immer gleich breit ist, da gibt es aber ein Hilfsmittel und das nennt sich Mitte verschieben. Verschieben die Mitte von der Katze hier nach ein bisschen nach da und der Katze ein bisschen nach da drüben. So. Gucken wir mal. Hui, hui, sie läuft auch schon viel schöner. Yeah. Okay. Jetzt gibt es diese Blöcke da. Da kann die Katze drauf springen, aber die müssen jetzt noch von oben runterfallen. Ja, machen wir da. Ja, würde ich gerne mal. Klone sollen machen. Also nur die Klone sollen runterfallen. Wenn ich als Klon erzeugt werde, weitere Blöcke, Bewegungen aussehen, zeige ich mich. Ansonsten erstmal hier, verstecke dich, du bist halt. Nicht sehen. Kann ich auch nicht mit kollidieren. Sehr gut. Gucken, was passiert, wenn ich das hier ändere. Stoppe andere Skripte der Figur. Und dann falle ich einfach nur als Klon. So. Aber ich mache, wenn die Fahne angeklickt wird, fortlaufend, immer wieder,
Alle 5 Sekunden einen Klon. Können wir mal ausführen? Boah, super. Vielleicht wollen wir das mal umdrehen. Ausschalten, löscht die Klone auf. Das ist ja recht nett. Stoppe andere Skripte der Figur. Bei Klonen muss ich natürlich oben anfangen. Oben ist bei 180. Dann kann ich auch noch drehen. Und dann drehe ich mich um. Zufallszahl zwischen minus 20 und 20. Womit hält man sich beim Nico hoch? Und natürlich muss ich irgendwo hingehen. Nicht geht so, sondern setze x auf und setze y auf minus 180. Damit das minus 180 auch wirklich irgendwo ist, wo man es nicht sieht. Bis dahin. Ich setze x auf 0. Jetzt nur auf minus 180. Achso, x setzt ja auch auf eine Zufallszahl. Und 180. Und dann falle ich einfach wieder runter. Eine Zufallszahl, warum nämlich? Wir haben ja noch nicht genug Zufall drin. Minus 10 und 4. Damit es auch mal ein bisschen nach oben springt. Das Ganze gucken wir uns mal an. Oh. Sollte natürlich 180 sein. Hui. Au, das schmerzt. Wenn ich jetzt aber unten angekommen bin als doofes Teil. Und fällt das so unregelmäßig? Das ist lustig. Ah, okay. Aua. Hui. Na, schon ein bisschen langsam hier. 2 Sekunden. Sowas sollte man in eine Variable packen, damit es immer schneller werden kann mit der Zeit. Ui. Aua. Aua. Wie doof. Ui. Ui, aua. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Speichern. Wer hätte es gedacht? Da sind die alle weg, super. Aber ich muss ja das noch testen. Wenn ich den Rand lösche, diesen Klon gibt es. Und zwar wenn, falls y. Wo ist denn das kleine? Wo ist das? Wenn das y klein ist, ist 180. Oder wenn ich vielleicht die weiße Farbe nicht mehr berühre. Das wäre ganz gut, wenn ich den Hintergrund nicht mehr berühre. Ah, das ist aber schwierig. Nee, weil man kann den ja ummalen. Kostüme. Ich male ein leichtes Grau in einem kleinen Punkt. Ach, da. Nee, ist ja ganz schön klein.
Okay. Vielleicht sollte ich die mal zeigen. Zeige dich. Wenn dieses Grau das Schwarz berührt, dann hört's auf. Wenn fühlen. Farbe. Die falsche Farbe. Wenn Grau Schwarz berührt, dann Klon. Dididid. Bumm. Bumm. Vorher sollte ich vielleicht rufen, verstecke dich. Aussehen. Dann werde ich übelst viele Klone haben, die hier rum. Das schmerzt. Jetzt hüpft das Grau da unten immer weiter. Jetzt immerhin sehen wir, wie viele Klone wir haben. Farbe berührt. Zeige dich. Vielleicht geht's jetzt. Lösche sich der Klon. Bup. Ja, er ist weg. Cool, das kann man jetzt noch machen. Hui. Vielleicht nicht mehr so hüpfen. Ohne da. Ich werde mehr.